Menge, zum Beispiel einen Tablet-Computer, der etwas ganz Besonderes kann. Ein regelrechter Schock. Dieses Tablet ist gerade ins Wasser gefallen. Aber kein Problem, sagt man hier. Wenn das Tablet baden geht, es ist schließlich wasserdicht. Wir sehen hier eine Technologie-Demo aus Japan. Alle wasseraffinen Kunden sind natürlich an so einer Lösung interessiert. Boah, das ist ja echt cool für die vielen wasseraffinen Kunden. Moment mal, wer sind eigentlich wasseraffine Kunden? Was weiß ich hier? Delfine? Jedenfalls können Sie jetzt endlich unter Wasser Angry Birds spielen. Ein Traum wird wahr.